Living Room FM aus Basel. Und Sie gehen heute live auf Sendung für 6 Tage. Senden Sie direkt aus der Art Basel. Was kann man von euch erwarten? Ja, wie es Name ich sage, machen wir ein Radio für die Art. Das heisst, ein Kunstradio, wo eigentlich der Besucher von der Artmesse schon morgen früh im Hotel begleitet. Das heisst, wir sind in allen Hotels aufgeschaltet. Also wenn der Besucher von der Art aufsteht am Morgen, bekommt er eigentlich schon die ersten Informationen über den Tag, über die Highlights von der Messe, wo am Abend der Apero oder ein Empfang wird stattfinden. Und das ganze Programm dauert eigentlich ab heute Mitternacht bis am nächsten Sonntag Mitternacht. Und wir werden mit diesem Koffer unterwegs sein. Das ist unser Radiostudio. Das ist unser Radiostudio. Ganz klein, kompakt und sendefähig. Ganz genau. Also wir könnten eigentlich jetzt in diesem Moment das Interview, das wir jetzt für dich machen, könnten wir auch für unsere Hörer machen. Wir brauchen das keinen Strom. Und so sind wir eigentlich fähig, ein Radio von der Strasse zu machen. Also wir vergleichen es auch ein bisschen wie eine Art auditiven Twitter. Also es hat wie eine Twitter-Funktion, halt kurze Messages. Oder es können auch lange Gespräche sein oder ein DJ-Set, jetzt wie heute Nachmittag von hier, wo wir einfach 2 Stunden auch auf unsere Frequenz gesendet haben. Also es ist eigentlich alles möglich. Im August sind wir wieder am Start mit Stadtmusik. Roman, wie wird das dieses Jahr aussehen? Das wird wieder ein einmonatiges Radiofestival rund um das Radiothema eigentlich mit vielen Talks, selbstverständlich mit vielen guten Konzerten, DJ-Acts. Wir haben Gäste wie Floating Points, Robert Glasper, Electric Wirehouse aus Neuseeland kommt und das den ganzen Monat, 24 Stunden am Tag. Frequenz haben wir schon? Frequenz haben wir, es ist auch 106,6 UKW. Die Frequenz wird jetzt eigentlich eine Art Radio. Über Kabel sind wir auch empfangbar? Über Kabel, weiss der Thomas vielleicht etwas? Nein, wir setzen auf die moderne Zukunft und das ist das Internet. Aber wir haben dafür eine iPhone-App, wo eigentlich jeder Kabel hat und dann ist sein iPhone eigentlich ein mobiler Radioempfänger. Danke Tom, danke Roman. Gute Zeit bei der Übertragung von der Arte und wir hören mal rein, ja, was ihr da so zu bieten habt.